Herr Kiresitz, die Hauptschule in Götzis, da wird noch kräftig umgebaut. Was passiert genau in der Hauptschule? Ja, unsere Schule ist über 50 Jahre alt und in die Jahre gekommen. Eine Generalsanierung und eine Erweiterung ist längst fällig geworden und nun sind wir mitten in den Bauarbeiten. Im heurigen Sommer wurde schon sehr viel erreicht, aber die Bauarbeiten werden sich noch über das ganze Schuljahr hinziehen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr am 5. Juli die Schule feierlich eröffnen können. Und dann werden wir in Götzis eine Hauptschule haben, die sich nicht nur von ihrer Lernqualität, sondern auch von ihrem Aussehen und von ihrer Ausstattung in keiner anderen Schule oder hinter keiner anderen Schule zurückstehen muss. Welche Bereiche werden denn saniert? Ist das eine Generalsanierung? Ja, es ist eine Generalsanierung. Teilweise wird bis auf den Rohbauzustand zurückgebaut und neu aufgebaut. Es kommen auch neue wesentliche Teile dazu. Wir bekommen einen ganz modernen Labortrakt mit einem modernen Chemiesaal mit zwei Physiksälen. Wir bekommen eine neue, sehr großzügig angelegte Schulbibliothek, einen Festsaal, einen Übungsraum für unsere Schulblasmusikkapelle. Also wir werden eine ganz fantastische Infrastruktur haben, wenn diese Sanierung abgeschlossen ist. Der Schulbetrieb ist ja bereits im vollen Gange. Bedeuten die Baustellenarbeiten Beeinträchtigungen für die Schüler und das Lernverhalten? Ich glaube, für die Schüler am wenigsten, für die Kollegenschaft ist es eine Herausforderung. Es ist logistisch sicher manchmal nicht einfach, wenn wir Klassen kurzfristig verlegen müssen und so weiter. Für die Kinder ist es, so empfinde ich es vorläufig und bekomme es auch von den Kindern so gemeldet, ein riesiges Abenteuer. Sie haben Schule und Abenteuerspielplatz sozusagen in diesem Jahr beisammen.